Hallo ihr Lieben, viele Kinder heutzutage möchten nicht mehr Arzt, Anwalt, Pilot oder Zahntechniker werden. Nein, Influencer ist jetzt das Ding, das steht sogar in der Bravo. Und was in der Bravo steht, stimmt zu 100%. Garantiert nicht, aber in dem Fall schon, wahrscheinlich. Es scheint super easy, es ist total einfach, sein Gesicht einfach in irgendeine Kamera zu halten. Man verdient so einfach Geld wie nie zuvor. Im neuen Sims 4 Erweiterungspark Werdebrümt, was ihr später übrigens auch noch gewinnen könnt, kann man jetzt so richtig schön ruminfluenzen. Man haut die Simstagram-Stories nur so raus, dreht spielgleicht Videos, schneidet die und so hält man seine Follower bei Laune. Aber entspricht das auch der Realität? Gucken wir uns das doch mal an. Der hiesige Influencer erhebt sich morgens aus seinem 20-stündigen Schönheitsschlaf. Dieser Schönheitsschlaf saugt das Make-up vom Vortag in die Porzellanhaut hinein und so sitzt das erste Selfie am Morgen wie die Arschbacken auf dem Porzellanthron. Perfekt! In der Realität sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Nach einer Schlafphase von 4 Stunden quält sich unser Influencer aus dem Bett. Da dies nicht die erste kurze Nacht in dieser Woche war, reagiert der Körper so langsam auf die Schmach, die man ihm antut. Oh, Scheiße. Was habe ich letzte Nacht gemacht? Ach ja. Dann heute ein nicht untypischer Hilfeschrei des Körpers ist dann, die Funktion der Beine einzustellen, um das Fliehen aus dem Bett zu verhindern. Das ist ein wundervoller Morgen. Unser Simfluencer nimmt derweil eine horizontale Morgendusche in seiner Badewanne aus 3000 Karat Gold. Wohlverdient. Durch das jahrelang in der Haut angereicherte Make-up, diese werden versehen mit den innovativsten Hashtags ever. In der Realität geht die guten Morgendusche doch eher Richtung existenzielle Krise und man fragt sich, wie lange man noch relevant sein wird und was die Zukunft bringt und was die Leute überhaupt in einem finden und ob das in einem Jahr noch genauso sein wird und ob man nächsten Monat seine Miete bezahlen kann. Ja, ein richtig entspanntes Aufwachen ist das. Der moderne Influencer postet natürlich nicht nur Fotos von sich, sondern auch von seiner unglaublich geilen Wohnung. Damit man von den Leuten gefunden wird, die da nachts von einem träumen und sich denken, ach, wäre ich doch auch nur so relevant und hätte ein so schönes Leben. Okay, wenn alle anderen es hinkriegen, täglich was auf Instagram hochzuladen, dann schaffe ich das auch. Okay, wo in dieser Wohnung ist es nicht dreckig? Gott! Ach, wenn es in der Realität doch auch nur so schön einfach wäre. Aber nein, alles stinkt, liegt herum und bei dem Arbeitspensum, was man hat, ist es auch gar kein Wunder. Ich hätte gestern aufräumen sollen. Hier wäre doch eigentlich ganz nett. Also kneift man die Arschbacken zusammen, räumt alles von der einen in die andere Ecke und dann kann das Fotoshooting auch schon losgehen. Probieren wir's. Fun Fact! Wenn ihr ein Selfie auf Instagram seht, könnt ihr davon ausgehen, dass dieses Selfie das eine von 2500 Fotos geworden ist, was nicht komplett scheiße aussieht. Irgendwas dabei? Natürlich nicht. Vielleicht eine andere Perspektive. In der Verzweiflung darf man auch gerne mal ein bisschen kreativer werden. Auch wenn man sich von vornherein ziemlich sicher ist, dass es nichts wird. Okay, ist da irgendwas... Ich würde mir nicht immer so dumm bei Selfies vorkommen. Damit Videos richtig gut ankommen, sollte man einzelne Zimmer zum Kinderzimmer-Set umfunktionieren. Kommt richtig gut an bei der Zielgruppe. Dann einfach lockerflockig irgendwas erzählen, egal ob es echt oder ausgedacht ist. Und zack, die Sache läuft. So, dann drehen wir doch mal. In echt spielen wir doch viel lieber nochmal das Aufräumspiel. Das wäre ja peinlich, wenn die Leute merken, dass man ein ganz normaler Mensch ist. Besser. Dann hängt man sich einfach noch ein paar Lichterketten in den Hintergrund und schon ist man voll im Trend.
Hat da jemand vergessen, den Stecker reinzustecken? Das passiert dauernd. Okay. Ich bin blind. Was wollte ich nochmal drehen? Jetzt kann's losgehen. Leg dir deine Geschichte zurecht, richte dich nochmal und dann... Hallo, ihr Lieben! Drehst du jeden einzelnen Satz unendlich viele Male, bis du nicht mehr wie ein degenerierter Vollidiot wirkst. Das kann je nach Tagesform eine Sache von ein paar Minuten sein oder mehreren, vielen langen, qualvollen Stunden. Hallo, ihr Lieben! Bis mehr Elan! Hallo, ihr Lieben! Hallo, ihr Lieben! Hallo, ihr Lieben! Hallo, ihr Lieben! Komm schon! Hallo, ihr Lieben! Yay! Und auf zum nächsten Satz! Könnt ihr euch vorstellen, dass Könnt ihr euch vorstellen, dass manche Leute es einfach nicht auf die Reihe bekommen, Satz zu formulieren? Eine Ewigkeit später. Okay, ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr heute zugeschaut habt und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, tschüss! Wenn man es dann irgendwann geschafft hat, trotz aller Erwartungen genug Material zusammenzubekommen, was man irgendwie zusammenschneiden kann, damit es Sinn ergibt, dann ist es geschafft. Okay. Jetzt ist man wieder mit sich alleine, in seiner Wohnung und seinen Gedanken. Gedanken wie, hoffentlich liked jemand meinen Scheiß. Und, wie lange mache ich den Scheiß eigentlich noch? Ja, ja. Diesen Job mit YouTube, Instagram, Twitter, Twitch und was es nicht noch alles gibt, gibt es erst seit wenigen Jahren. Und obwohl ich selber schon seit 6 Jahren ungefähr dabei bin, ist es immer noch irgendwie so eine Blase für mich. Also es fühlt sich nicht so richtig echt an. Auch wenn man das jeden Tag irgendwie macht, es entspricht nicht der Realität irgendwie. Der Alltag eines Influencers ist wahnsinnig subjektiv. Also es gibt kein, das ist bei allen so. Viele posten irgendwie ihren kompletten Tagesablauf 24/7, man kann alles nachverfolgen. Und bei mir ist es zum Beispiel eher so, dass ich sehr reserviert bin tatsächlich. Die meiste meiner Arbeit läuft im Hintergrund und ich bin eher mit Prozessen beschäftigt wie Ideenfindung, Brainstorming, Scriptwriting, Storytelling, Postproduktion, Schnitt und dann noch die ganzen administrativen Prozesse wie zum Beispiel Kundengewinnung, Bewerbung auf Kampagnen, Steuern, E-Mail-Postverpflege, Community Management und Community Interaktion. Nebenbei noch so ein paar Projekte wuppen, wie zum Beispiel hier. Ich habe eine eigene Schmuckkollektion rausgebracht und falls ihr euch die mal angucken wollt, unten in der Videobeschreibung findet ihr dazu nochmal einen Link. Weiter. Planung der nächsten Monate und bla bla bla. Da fällt wahnsinnig viel an, was man so als Zuschauer oder als jemand, der davon träumt, sowas zu machen, gar nicht mal so viel mitbekommt. Aber bei Sims 4 werde berühmt, fällt dieser ganze Scheiß weg. Und man kann sich wirklich auf das konzentrieren, was einem Spaß macht. Man kann den ganzen Traum einfach ohne Schattenseiten genießen. Bis auf eventuelle Stalker, aber die sind auch ganz witzig eigentlich, zumindest in-game. Die echten nicht so, da habe ich auch meine Erfahrungen gemacht. Aber in Sims gibt es ja die Möglichkeit, dass so kleine Unfälle passieren oder jemand einfach eingemauert wird oder ganz zufällig in den Pool fällt und dann keine Leiter mehr ist. Also, es gibt da so Mittel und Wege, nur so als Tipp am Rande. Da draußen kann, wenn er Bock hat, übrigens dieses Erweiterungspack gewinnen. Ist noch zu, der Code funktioniert, alles gut und mit dazu nichts passiert. Mit dazu gibt es noch einen kleinen handgeschriebenen Brief von mir mit Weihnachtsgrüßen und ein paar persönlichen Worten, weil ich finde, dass das schon dazugehört, wenn man irgendwas per Post durch Deutschland schickt. Ihr schreibt mir bitte in die Kommentare, was würdet ihr auf eurem YouTube-Kanal machen? Wofür brennt euer Herz? Was ist euch wichtig? Was würdet ihr mit all dem Ruhm und Reichtum und den Möglichkeiten anstellen? Das fände ich wahnsinnig interessant zu wissen. Also echt jetzt. Teilnehmen könnt ihr bis zum 30.11. Und ja, dann suche ich mir random einen Kommentar aus. Danke EA fürs Möglichmachen. Ich freue mich immer, wenn ich Dinge verschenken kann. So, jetzt nochmal ein paar ernste Worte zum Schluss. Es ist nicht alles Gold, was glänzt und nicht alles ist so erstrebenswert, wie es von außen aussieht. Und träumen darf man ruhig. Das ist okay. Aber macht trotzdem irgendeine Form von Ausbildung. Denn wenn die Blase mal platzt und ihr in der Realität ankommt und ihr auf Jobsuche seid, dann sagt kein,
kein, absolut kein Arbeitgeber. Oh, Sie waren mal Influencer. Bitte arbeiten Sie bei mir. Hier ist Ihr gratis Porsche und wir blasen Ihnen Zucker in den Arsch. Nein, das passiert nicht. Lernt irgendwas. Irgendwas. Und dann seid ihr erst auf der sicheren Seite. Und dann könnt ihr machen, was ihr wollt, weil ihr eine Grundlage habt. Da ist die Mann aufgewacht. Komm her. Immer schön in der Schule aufpassen. Dann habt ihr später alle Möglichkeiten. Also macht's gut. Tschüss. Und aus.